Hey ho Leute und willkommen zu Let's Wimmelbild Vampire Saga Büchse der Pandora. Ja, wie angedroht gibt es von mir 8 deutsche Vollversionen Best of Wimmelbild 4. Und damit starten wir. Ich selber habe kaum Wimmelbild-Erfahrung, deswegen weiß ich überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und ich denke einfach mal, wir spielen das Spiel. Und ganz ehrlich, ich weiß selber nicht, warum ich es mir antue. Es klingt auf jeden Fall sehr verlockend. Boston 1950. Manchmal können die kleinsten Dinge dein Leben auf den Kopf stellen. Achso, ich muss hier weiterklicken. Alle nützlichen Informationen werden in diesem Notizbuch notiert. Großvaters Anruf hat mich beunruhigt. Seine Stimme nach zu urteilen, weiß er, was passiert ist. Ich habe mir sofort ein Taxi genommen und bin zu ihm nach North End gefahren. Hat er wirklich jemanden getötet? Guck mal, das sind wir! Ich meine natürlich... Untersuche die leuchtenden Orte, um deren Geheimnisse zu ergründen. Finde alle Objekte auf der Liste. Okay, wir brauchen Fessel, Stein und, ja, okay, dann lass uns mal gucken. Gabel. Das sieht aus wie eine Gabel. Da hätten wir eine Kette und ein Meer. Oh, Fessel. Okay, was haben wir sonst noch? Hier ist ein Schlüssel. Oh mein Gott, das ist ja hier unglaublich. So, Buchstabe Z. Schraubenschlüssel, Faden, Koffer, Haken. Da... Nö... Was haben wir denn hier? Da ist eine Zeitung, Entschuldigung. Moment, ich suche noch. Hier haben wir schon mal einen Hör, das ist doch ein Seil hier, oder nicht? Ach Mann, ich bin schlecht in sowas. Das zeigt hier runter, warum zeigt das runter? Ein Dreieck, eine Pyramide, oh nein, die Illuminaten, oh nein. Ja, Zeitung. Eine Sanduhr auch noch. Der Buchstabe Z. Koffer wie hier! Hallo! Das ist doch ein Koffer. Hier ist auch ein Koffer, komm. Nehmen wir den. Der ist kein Schraubenschlüssel? Nee, aber hier ist doch ein Schraubendreher, das sehe ich doch. Nicht? Okay. Dann ist das halt kein Schraubendreher. Ja, zum Spiel, das hat mir Pinova und der Green haben mir das gegeben. Danke, Leute, ich hab euch auch lieb. Da ist eine Sanduhr. Ein Stein. Da hinten ist ein Stein. Benutze einen Tipp, wenn du nicht weiter weißt. Handygeräusche, tut mir leid. Ich hoffe, dass das hat euch jetzt nicht umgebracht. So. Ein Haken. What the hell? Das hier ist kein Haken, ne. Und der Buchstabe Z. Ja, ja, ja. Ah, guck mal. Schwupp und weg ist es. Schraubenschlüssel. Und ein Feuerzeug. Das ist eine Flasche. Ich die Flasche und kein Feuerzeug. Nein, nein. Das ist eine Lampe mit ganz vielen Motten. Wo finde ich denn hier einen Schraubenschlüssel? Schraubschlüssel, bist du? Ich weiß, dass das die bist.
Ach komm, gib mir mal den Tee. Oh, wie soll man denn da hinten... Oh. Und ich guck hier in dem Bereich. Ja, nee, da hinten hier. Haben wir denn noch? Da ist ein Stern. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Schraubenschlüssel immer noch. Ein Schraubenschlüssel und ein Feuerzeug. Ich denke mal, dass das Feuerzeug hier irgendwo in dem Bereich liegen müsste eigentlich. Da zum Beispiel. Und der Schraubenschlüssel ist ja nicht hier so ein Schraubendreher, sondern hier das andere Ding. Wo fände ich den dann? Hier beim Handschuh in der Nähe wahrscheinlich? Oder? Da ist eine Säge, ein Eimer, eine Brechstange. Ich dachte eigentlich hier, aber nee. Nee. Hier ist ein Telefonhörer. Da ist noch der Löffel. Ja komm, hier. Was? Ja. Boah. Du hast einen Gegenstand gefunden, der später nützlich sein wird. Stein. Geil. Manche Objekte kann man näher betrachten. Klicke auf das Fenster. Gefundene Objekte werden im Inventar aufbewahrt, nicht aufgehoben. Ach man, ich lese schon wieder so viel Scheiße. Und können jederzeit benutzt werden. Nimm den Stein. Okay. Ah, da. Vandalismus. Lustig. Jetzt kannst du das Licht anschalten. Geil. Klicke hier, um das Fenster zu schließen. Du hast jetzt mehr Licht und kannst während der Untersuchung. Wow, geil. Manchmal sind Objekte gut versteckt. Hast du auch alles abgesucht? Ein Teppich. Was glaubst du hier zu finden? Ja, ein Draht. Mit einer Haarnadel kann man Schlösser öffnen. Ey, geil, hier lernt man ja, wie man einbricht. Benutze die Haarnadel mit dem Schloss. Gut, gib mal her hier. Benutze Maus und finde die richtige Kombination, um das Schloss zu öffnen. Okay. Was? Hä? Irgendwie... Ich musste einfach nur klicken? Was? Jetzt kannst du alleine weitermachen. Oh, geil. Großvater hat vernünftigerweise die Tür verkettet. Es sieht aus, als hätte er sich zu Tode erschrocken. Okay. Dürfte ich das vielleicht mal untersuchen? Großvater öffnet die Tür nicht. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay, wir haben was im Notizbuch. Großvater ließ mich herein. Jetzt bin ich wirklich beunruhigt. Ich muss einen Weg hineinfinden. Ja, das haben wir doch. Hier, krabbel mal runter. Wahrscheinlich... Wieso kann ich das hier nochmal untersuchen? Ach so. Hier, Schlagstock. Farbpinsel. Zwei Lampen, eine haben wir hier. Ich sagte, eine haben wir hier. Und die andere ist da hinten. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Eine Zange, die haben wir hier. Glocke, Spinne. Da haben wir die Spinne. Die Pfeife habe ich doch vorhin schon irgendwo gesehen.
Ganz bestimmt. Den Löffel, den haben wir auch schon gesehen. Ein Pfeil. Den haben wir auch schon gesehen, der ist nämlich hier. Zwei Bälle. Einer ist hier, der andere ist da. Die Flasche ist... Diese Flasche ist nicht gemeint, dann...